Willkommen zurück, ihr kleinen Rabauken. Wir machen weiter mit einer neuen Folge The Last of Us 2. Freut mich, dass ihr alle wieder mit mir hier am Start seid. Wir sind immer noch auf Patrouille mit Dina und Ellie und sind vor dem Schneesturm geflohen. Jetzt sind wir in einer Bibliothek irgendwie so angekommen, in einer Buchhandlung. Und weiter geht's. Wie immer, looten, looten, looten. Die Pferde sind ganz schön nervös und aufgeregt. Also unfassbar, die stehen immer noch genauso wie vor der Apokalypse. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Ich meine, die werden doch mit Sicherheit, ja, weiß ich nicht, ausgeschlachtet worden für Ressourcen. Die würden doch nicht einfach da mal stehen. Nichts. Leute, gar nichts haben wir hier. Gar nichts ist echt mau. Komm schon, gib Papa ein bisschen Zucker. Irgendwas. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Was haben wir denn hier? Kette. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Worauf du wetten kannst. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist. Nehme den Weg. Was ist hier los? Wunderbar. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Aber warum hat er es mir verheimlicht? Weil alle in so einer Welt Geheimnisse haben. Das ist schon mal sicher. Weiter geht's. Eugene, so ein Firefly-Anhänger, oder? Na klar. Er war ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Das war eine ganz üble Geschichte. Schaltpläne. Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten. Und zwei Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Da ist es. Da war wieder eine Anspielung auf das Leben vor der ganzen Scheiße. Oder was heißt vor der ganzen Scheiße? Natürlich war da schon der Pilz ausgebrochen, aber bevor die in die Militärbasis gekommen sind und er Schmuggler geworden ist. Soweit ich weiß, hat Tommy und Joel sich dann irgendwo rumgetrieben und haben Jagd auf Menschen gemacht. Sammelkarte. Krieg ich die nicht mal angezeigt? Doch. Ganz schön laut, der Sturm da draußen. So.
Richtig viel interessante Dinge gibt's hier nicht. Doch, eine Playsee! Und Uncharted. Ist ja klar. Warum wohl Uncharted? Naughty Dog? Warum wohl Uncharted? Da konnten wir an die Schublade, habe ich gesehen. Hier können wir auch an die Schublade. Dann nehmen wir den Zettel. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen... Ellie ist in die Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Ellie, wie schnell kannst du denn lesen? Darf ich jetzt? Lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das doch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Eine nette Frau. Eine süße Tochter. Und er war ein Hippie. Und sie hat auf jeden Fall, also die Tochter, auf jeden Fall die Haare ihres Alten. Alright. Hier war nur eine Schublade. Generator, sagst du? Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Da waren sie noch ziemlich jung. Können wir das drehen? Also wenden? Generator, sagst du, ja? Da ist die Tür. Dann nehmen wir doch den. Da ist der Generator. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Wir können upgraden. Damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Das sind auch diese kleinen Details, ne? Diesen Abgasschlauch nach draußen gelegt. Ich find's einfach geil. Das ist einfach Hammer. Gut. Waffe? Tatsächlich. Teile und Ressourcen sind knapp. Kapazität, Stabilität. Feuerrate, Stabilität, Rückstoß, Kapazität. Verbesserung. 77 Teile. Feuerrate. Schneller schießen. Pistolengriff um die Abweichung. Auch nicht verkehrt. Rückstoß. Bring einen Kompensator, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Genauigkeit und Rückstoß. Und Magazingröße. Prinzipiell ist Magazingröße immer ganz geil. Aber das klingt auch ganz gut. Aber tatsächlich habe ich keine Ahnung, welche Waffen mir wichtig werden oder welche wir noch finden. Hm. Zeig mal kurz das Gewehr. Das ist auch die Inszenierung der Waffe hier. Da fliegt die Patrone raus. Ich hoffe, du hebst sie gleich auf. Drei Kugeln. Und 65% Nachladegeschwindigkeit. Kostet auch 50. Auch nicht schlecht. Ich glaube, wir investieren ein bisschen in die Pistole. Genauigkeit. Komm, wir nehmen das mit. Kostet auch nur 30 Bucks. Ja, komm. Das sparen wir erstmal. Ich muss erstmal ein bisschen gucken, wie sich das jetzt verhält mit der Waffe, welche unsere Hauptwaffe wird und welche nicht und keine Ahnung. Ja,
Das wird gehen. Sieht geil aus. So, wir haben Strom. Die Heizung läuft, Baby. Oh, hallo. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Unter dem Teppich? Wäre so der Klassiker, ne? So eine Luke unterm Teppich. Gehen wir mal das Kabel entlang. Nope. Hier drin? Auch nicht. Was ist das denn? Tagebuch, genau. Lass uns mal reinschauen. Haben wir noch gar nicht reingeguckt. Lesen wir mal. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestört. Jetzt sei keine Idiotin. Sie ist zu allem so. Versau bloß ihre Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Okay, damit ist es amtlich. Sie will auf jeden Fall was von der. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Hatte Eugene Kontakt zu den Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Okay, also... ich interpretiere da jetzt rein, dass tatsächlich keiner von den Fireflies, von Joel und von Ellie weiß und somit auch nicht von ihrer Immunität. Wenn sie schlau sind. Ich hätte es auch nicht rumgetratscht. Halt. Aha. Na los. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Wer weiß. Ja, furztrocken das Gras. Weed! Das erklärt einiges. Der war Drogenhändler. Alter, das ist aber ganz schön viel. Hey, wer hat solche Videokassetten? Huh. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Aha. Eine Liebeshöhle, also Pornos, Gras, jetzt fehlt nur noch der Alk. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Indem du alles wegrauchst, oder? Wie hätte deine Hilfe ausgesehen? Wow. Dina. Eine Gasmaskenbombe. Gott, er war so schlau. Ja, Gott, er war ein Genie. Ein verfluchtes Genie. Er hat eine Bong in eine Gasmaske gesteckt. Er war so furchtbar schlau. Da komme ich nicht weiter. Na dann, was haben wir hier? Ein Glas mit Joints oder was ist da drin? Tatsächlich. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus.
Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Damit sind wir wieder bei Abby. Aber wer hätte das nicht vorausgesehen, hä? Eine solide 6. Und zack, schon waren sie in der Kiste drin. Oh, shit. Infizierte. So, Infizierte. Oh Gott, lauf! Lauf, 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 das sind viele! Oh Gott! Oh. Halt bloß nicht an! Halt bloß nicht an! Wow! Lauf, 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 Abby, lauf! Mein Gott! Renn, 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 renn! Hier kommt aber ganz schön Druck auf. Ich trau mich nicht umzudrehen.
Das sind unendlich viele. Hier hoch. Hier durch. Wo lang? Hier lang. Oh, fuck! Wie viele sind das? Wo muss ich lang? Wow! Ach, hier rüber. Eine kurze Ehrenrunde gedreht. Hier durch. Hier durch, hier durch. Wo lang, wo lang, wo lang? Hier lang. Dreck. Los. Oh. Meine Mütze! Wo kommen die alle her? Dreck! Lass mich los, verdammt! Joel! Auf dich ist Verlass! Tommy! Alles okay? Ja. So weit, so gut. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir Medipack. Mir fällt nichts Besseres ein. Hey, alles klar, wir können looten. Na, werden wir ja sehen. Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Zuerst müssen wir das hier überstehen. Ja, gib mir mal das Rohr. Ein zölliges Rohr. Ich halte mich raus. So viel zum Thema raushalten. Mein Rohr ist schon fast kaputt. Kriegst du eine Linke? Wo ist die Tür hier? Na los! Ich bin schon dabei. Ah, das ist klar, da liegt noch ein Rohr. Kommt schon die erste. Home Run! Boah. Ausgerichtet! Wie viele kommen hier? Die Tür wird nicht lange standhalten. Okay. So, das ist ein Hammer. Sehr schön. Mein Rohr ist gleich kaputt. Oh ja. Das ist unser Ausweg. Wie kommen wir da hoch? Ein Brecheisen. Medipack. Sehr gut. Hilf uns mit diesem Ding. Ich bin schon da. Auf die Farbe schieben. Wenn Abby 1 kann, dann ist das völlig schieben. Wow! Will mich der von hinten anfingern. Alright. Hier kommen sie. Ein Klicker. Oh, no way. Na, komm her. Komm her! Was? Konnte man die nicht mit einem Nahkampf plätten? Ging das nicht? Ich bin eigentlich fast sicher. Na gut, dann nehme ich halt die Pistole, auch kein Problem. Durchladen. Da kommen sie! Danke! Quatsch! Lass mich los!
Danke, Joel. Das Fenster! Ich bin schon da, ich bin schon da. Keine Hektik. Ich hab dich. Der Nähe bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang! Los! Oh, 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 oh. Langsamer gehen! Das ist ganz schön stressig. Ich bin Tommy, das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus könnte klappen. Okay. Ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Sie reagiert ziemlich komisch. Halt dich fest! Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Achselhaare, ich kotz gleich. Ah, ist die Apokalypse. Okay. Liquid, entspann dich. Wohl Ellie hat auch keine Achselhaare. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Oh, bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um! Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch, kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Oh!
Okay, gehen wir rein! Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sattel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Alter! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Ach du Scheiße! Das Bein ist ab! Joel, Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Verdammt! Ach du Scheiße. Weg da! Du dummer alter Mann. Ich lasse mich nicht hetzen. Okay, Freunde, was ist da gerade passiert? Das Bein ist ab. Der wird nie wieder laufen. Alter, leck mich am Arsch. Und wie haben die auch noch gesteuert? Hätte ich die mal lieber den Zombies zum Fraß vorgeworfen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, dass die Folge vorbei ist. Ich muss mich sammeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.